liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Touristinnen und Touristen, herzlich willkommen heute Morgen am Brandenburger Tor in Berlin zu unserer zentralen Kundgebung. Ja. Genau das ist das Motto. Wir müssen laut sein. Wir müssen laut sein, damit die Politik uns hört. Und ich freue mich unheimlich, dass Sie gekommen sind, dass ihr gekommen seid, dass wir gemeinsam für unsere Sache einstehen, aber auch für eine Versorgungssicherheit für die Bevölkerung, gerade auch in den ländlichen Regionen. Das ist unser Thema, dafür kämpfen wir, dafür werden wir auch die nächsten Wochen und Monate kämpfen. Wir lassen nicht locker, die Krankenhäuser in Deutschland dürfen nicht im Regen stehen. Ja. Mein Name ist Gerald Gass, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Wir dürfen Sie alle insgesamt vertreten und ich freue mich, dass viele Vertreterinnen und Vertreter aus einigen benachbarten Bundesländern da sind, dass Krankenhausdelegationen da sind. Und wenn Sie sich wundern, dass wir nicht den kompletten Straßenraum bis zum Schloss einnehmen, dann liegt es daran, weil wir heute nicht streiken. Wir sind auch heute für die Patienten da, aber wir sind mit Delegationen vor Ort. Wir sind mit Delegationen hier und wir sorgen dafür, dass wir gehört werden. Ja, ich habe es schon gesagt, es sind nicht nur Berliner Krankenhäuser da, aber vielleicht darf ich zunächst mal die Berliner Krankenhausmitarbeiter um ihre Stimme bitten. Wir haben Delegationen aus Brandenburg, aus Thüringen, aus Sachsen-Anhalt, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen, aus Bayern, aus Hamburg und aus Schleswig-Holstein. Wir sind nicht allein hier in Berlin, wir sind viele in Deutschland, wir sind über 10.000 in Düsseldorf, in Stuttgart, in Hannover, in Mainz, in Saarbrücken und in Frankfurt am Main. Das ist ein wichtiger Tag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es ist auch ein wichtiger Tag für die Patientinnen und Patienten. Ja, ich darf die Veranstaltung heute moderieren, werde ganz zum Schluss nochmal das Wort ergreifen, will aber ein paar einleitende Worte natürlich sagen. Wir haben nachher Rednerinnen und Redner, vor allem Menschen, die aus den Krankenhäusern berichten, die wirklich aus ihrer Betroffenheit berichten, zum Teil aus Krankenhäusern, die vor der Schließung stehen, die unglaublich wichtig sind für die Menschen in den betroffenen Regionen. Und das sind die Krankenhäuser, von denen Karl Lauterbach heute Morgen im Morgenmagazin gesagt hat, ja, das ist schade, wenn die schließen müssen. Aber damit können wir uns nicht abfinden, dass der Gesundheitsminister sagt, das ist schade. Politik muss Verantwortung übernehmen. Und ich sage auch eins am Anfang. Wir stehen hier heute Morgen nicht, um gegen eine Krankenhausreform zu protestieren. Auch wir wissen, wir brauchen Veränderungen. Wir stehen vor einer gewaltigen demografischen Herausforderung. Wir werden zukünftig mit weniger jungen Menschen viel mehr ältere Menschen versorgen müssen in den Krankenhäusern und auch im Gesundheitswesen insgesamt. Deswegen brauchen wir geordnet neue Strukturen. Aber was wir nicht brauchen, ist ein kalter Strukturwandel, wo dann auf dem Trümmerfeld dessen, was übrig bleibt, am Ende Krankenhausreform gemacht wird. Das ist nicht der richtige Weg. Und wenn der Minister sagt, was wollt ihr denn? Ich habe euch doch schon Geld gegeben für die Energiehilfen. Ja, dieses Geld hat er uns angekündigt, nachdem wir im letzten Jahr wochenlang protestiert haben und darauf aufmerksam gemacht haben, dass man uns nicht im Regen stehen lassen darf. Nur deshalb ist dieses Geld gekommen und deswegen ist es wichtig, dass wir heute wieder hier stehen und dass wir auch in den kommenden Wochen da hier stehen. Und wenn ich dann sehe,
wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier sind. Mitarbeiter und Mitarbeiter, die an den Patientenbetten stehen, die auch während der Pandemie an den Patientenbetten gestanden haben und am Anfang der Pandemie zum Teil ohne Schutzausrüstung sich dieser Herausforderung gestellt haben. Und dann, kurz nachdem die Pandemie vorbei ist, redet man über Krankenhäuser, als ob sie schlecht wären, als ob sie schlechte Qualität liefern würden, als ob wir viel zu viele Einrichtungen hätten, die man einfach mal untergehen lassen kann. Das ist respektlos und auch dagegen wehren wir uns. Das ist unser zentrales Thema. Wir brauchen Sicherheit für die Kliniken, damit die Krankenhäuser überhaupt diese Reform erleben können, damit wir uns aktiv beteiligen können an den Veränderungsprozessen, damit wir mitmachen können bei der Ambulantisierung, bei der Zusammenlegung von Krankenhausstandorten in einem geordneten Prozess, wo Fusionen geplant werden, wo überlegt wird, welche Versorgung wird gebraucht. Das sind unsere Themen. Aber dafür brauchen Krankenhäuser eine faire Finanzierung. Man darf uns nicht einfach im Regen stehen lassen und sagen, versorgt ihr mal die Patienten und dann guckt ihr mal, wie ihr irgendwie über die Runden kommt. Das ist keine verantwortliche Politik. Ja, ich komme jetzt zu unserem ersten Redner hier auf der Bühne. Ich habe schon gesagt, wir veranstalten das ja insbesondere auch gemeinsam mit der Berliner Krankenhausgesellschaft, aber auch die anderen habe ich angesprochen und ich freue mich, dass Marc Schreiner da ist. Marc Schreiner ist der Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft. Er hat bei allen Demonstrationen, die wir in den Monaten zurückliegend schon hier hatten, sich unheimlich auch engagiert. Er hat auch die Krankenhäuser mitgebracht, mit angesprochen und ich weiß, dass er jemand ist, der auch eine hervorragende Ansprache hier vorne an das Publikum halten wird und seien Sie gespannt, was Marc Schreiner vorbereitet hat für Sie. Herr Schreiner, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, der Tag, der hat es in sich, wenn so viele Menschen zusammenkommen, um sich jeweils in ihrer festen Überzeugung gegenseitig zu unterstützen, ist das großartig. Der Bedarf nach wirtschaftlicher Sicherung der Krankenhäuser, der eint uns alle. Und er wird so sichtbar. Ja, er sollte richtig greifbar werden für die Verantwortlichen in der Politik. Es ist großartig, dass wir hier so fest zusammenstehen und nicht nur heute, sondern seit Monaten. Ich sehe euch alle so stark engagiert für die wirtschaftliche Sicherung eintreten. Bereit, so lange dafür einzutreten, bis sich etwas bewegt. Heute sind wir aber erstmal hier und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Marc Schreiner. Und ich bin Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft. Das habe ich jetzt abgelesen. Ich bin dankbar, dass ich vor solch einer tollen Kulisse sprechen darf. Bitte, bitte seid jetzt mal alle ganz leise. Bitte alle ganz leise. Es ist andächtig. Wir sind jetzt hier, voller Andacht, auf dem Pariser Platz, vor dem symbolträchtigen Brandenburger Tor zusammengekommen. Hier an dieser Stelle, an welcher schon einige bedeutende Reden gehalten wurden, haben auch wir uns aus den Krankenhäusern alle versammelt, um eine wichtige Botschaft zu formulieren. Wir richten unseren Hilferuf an die Verantwortlichen in der Bundespolitik. Sie sollen verhindern, dass durch Nichtstun die Krankenhausversorgung gefährdet wird. Die sitzen da drüben im Bundestag, gerade jetzt, tagt sogar der Bundestagsgesundheitsausschuss. Die Mitglieder des Hohen Hauses, die müssen zuhören, die müssen helfen. Doch, sie können uns nicht hören. Ihr seid ja leise. Das werden wir ändern. Die Berliner Krankenhäuser kennen das schon. Und ihr macht jetzt bitte auch alle mit. Ich rufe euch zu, Alarmstufe, und ihr antwortet mit Rot. Also lasst uns das üben. Alarmstufe. Rot.
Ey, sorry Leute, das kommt noch nicht mal bis zum Bundestag. Alarmstufe? Moment, als ihr eben mit Rot geantwortet habt, habe ich einige Rufen gehört, die nicht aus Berlin kommen. Das habe ich klar in den verschiedenen Dialekten erkannt. Ich grüße ganz herzlich unsere Mitstreiterinnen aus Bayern, Sachsen, aus Sachsen-Anhalt. Toll, dass ihr den weiten Weg gekommen seid. Ich grüße unsere Kolleginnen aus Thüringen. Ihr seid sogar an eurem heutigen Feiertag hierher nach Berlin gekommen. Jetzt könnt ihr hier feiern. Toll, dass auch unsere Partner aus dem Norden da sind. Ich weiß von Gästen aus Hamburg, aus Mecklenburg-Vorpommern und aus Schleswig-Holstein. Und natürlich unsere Freunde aus Brandenburg. Toll, dass ihr wieder so zahlreich da seid. Eine kleine Gruppe habe ich noch vergessen. Berlin! Seid alle ganz herzlich heute hier willkommen. Und auch wenn wir unterschiedliche Herkünfte und Wirkungskreise haben, heute rufen wir gemeinsam Alarmstufe. So, jetzt nicht, dass unsere Gäste denken, wir machen hier in Berlin mal wieder nur Party. Ich komme zur Sache. Für uns alle ist das Problem klar. Ich weiß nur nicht genau, warum die Verantwortlichen in der Politik diesen Zusammenhang nicht verstehen. Dabei ist die entscheidende Person sogar doch hochwissenschaftlich dekoriert. Vielleicht wollen sie ja auch nicht verstehen. Wir machen Ihnen das jetzt erstmal unmissverständlich klar, das Problem. Und damit es auch eine Überschrift zu dem Problem gibt, Alarmstufe! Rot, rot, dunkelrot! Wunderbar, dunkelrot! Also, für die Politik ganz einfach. Krankenhäuser leisten enorm wichtige Arbeit. Sie machen die Menschen gesund. Um das zu können, stellen sie Personal ein und kaufen Medikamente, Verbandsmaterial und betreiben Apparate. Das nennt man Kosten, liebe Politik. Diese Kosten müssen die Krankenhäuser bezahlen, sonst haben die Krankenhäuser Schulden. Sie können die Kosten aber nur bezahlen, wenn die Einnahmen mindestens so hoch sind wie die Kosten, die Ausgaben. Und dieses Gleichgewicht ist zurzeit massiv gestört, denn die Kosten steigen seit dem Jahr 2022 viel schneller und höher, als Krankenhäuser ihre Einnahmen steigern können. Krankenhäuser haben deshalb enorme Schulden. Allein in diesem Jahr erwarten wir ein Defizit von bundesweit bald 10 Milliarden Euro. Alarmstufe! Ja. Leute, ich brauche ein bisschen Zeit, bis ich umgeschaltet habe. Ihr müsst mal ein bisschen länger rufen. Alarmstufe! Ja. Und jetzt kommt die Politik ins Spiel. Die Politiker sind die einzigen, die die Einnahmen der Krankenhäuser an die Kostensteigerungen anpassen können. Das können die Krankenhäuser nämlich nicht selbst. Die Politiker müssen daher zwei Dinge tun. Weil die Kosten ja schon seit 2022, also jetzt bald schon seit fast 2 Jahren, schneller steigen als die Einnahmen, muss diese Zeit aufgeholt werden. Die Kliniken würden ja sonst nie eine Chance haben, mit ihren Einnahmen wieder auf Augenhöhe mit den Kosten zu kommen. Stellt euch vor, das Wasser steigt und wir steigen als Krankenhäuser auf einer Leiter nach oben, um über Wasser zu bleiben. Politik mutet uns gerade zu, dass wir immer 2 Stufen unter dem Wasserspiegel bleiben müssen. Alarmstufe? Also, diese 2 Stufen, die müssen wir aufholen. Dafür muss der Landesbasisfallwert 2023, also noch in diesem Jahr, um 4% zusätzlich steigen. Das, lieber Lars Lindemann, du bist hier der Einzige aus dem Bundestagsgesundheitsausschuss, den ich sehe, von der FDP, von der Ampel im Bundestag. Das ist die Aufgabe für Minister Lauterbach und deine Kolleginnen und Kollegen aus den Ampelfraktionen. Gebt den Kliniken die 2 Sprossen auf der Leiter. Gebt die 4%. Nimm das mit in den Bundestag. Ansonsten ist die Politik verantwortlich für Alarmstufe. Und die 2. Aufgabe, die ihr habt, die nächste Sprosse auf der Leiter dann so weit zu setzen, dass die Krankenhäuser bei dem auch im Jahr 2024 stark steigenden Wasser nicht wieder mit dem Kopf unter Wasser kommen. Das heißt, die Steigerungsrate muss so angepasst werden, dass wir die hohen Kosten, zum Beispiel auch die Tarifabschlüsse für faire Löhne für unsere Beschäftigten, refinanzieren können.
Macht ihr Politiker diesen zweiten Schritt auch nicht, ist erst recht Alarmstufe? Mit anderen Worten, es ist ein Doppelwumms notwendig und mit Wumsen kennt sich die Ampel doch eigentlich aus. Anhebung des Landesbasisfallwerts 2023 um 4% und eine weitere Steigerung für die Kosten 24. Eigentlich nicht so schwer, oder? Jetzt höre ich schon den Bundesminister lavieren. Ja, aber ich mache doch jetzt meine Krankenhausreform, dann wird alles besser. Ach ja? Wir sagen, vielleicht wird alles besser. Die Krankenhausreform muss aber erst noch gut gemacht werden. Dann erst werden wir sehen, ob und wie sie wirkt. Bis eine solche Reform vielleicht helfen kann, wird aber auch noch ganz schön lange Zeit verstreichen. Die haben wir nicht, denn die Kosten und das Wasser steigen jetzt. Das ist in etwa so, als wenn der Minister Lauterbach sagt, kommt, ich gebe euch schon mal schön warme Decken für den Winter, wenn es kalt ist. Wir haben aber jetzt noch Sommer und wir haben Hochwasser. Wir brauchen keine Decken, sondern einen Rettungsring und zwar jetzt. Alarmstufe! Und eine Bemerkung noch in Richtung Länder. Sie sind zwar nicht wie der Bund für die Betriebskostenfinanzierung zuständig, Sie sind aber auch verantwortlich für die wirtschaftliche Schieflage der Krankenhäuser. Und hier gerade aktuell das Land Berlin. Für die jetzt beginnenden Haushaltsberatungen hat der Senat einen unterirdischen Vorschlag gemacht. Anstelle von 500 Millionen Euro, die wir brauchen, sollen uns gerade mal 175 Millionen Euro, noch nicht mal die Hälfte, gegeben werden. Berlin hat sich zusammen mit den anderen Bundesländern in einem gemeinsamen Bundesratsbeschluss für ein Vorschaltgesetz ausgesprochen, mit dem die Betriebskostenfinanzierung besser werden soll. Aber wer so vom Bund wirtschaftliche Sicherung fordert, muss sie auch selbst geben. Also, Abgeordnetenhaus, einige sind da. Ihr seid jetzt in der Pflicht, die erforderlichen Investitionen von 500 Millionen Euro hier für Berlin zu beschließen. Sonst gilt auch für euch Alarmstufe. Und einen letzten Punkt noch, Herr Bundesminister Lauterbach. Sie sind noch gar nicht vor allzu langer Zeit als sogenannter Minister des Volks, also mit der Sympathie vieler Bürger, ins Bundeskabinett gekommen. Mittlerweile hat sich die Wahrnehmung Ihrer Politik um 180 Grad gedreht. Die Menschen sorgen sich um ihre Gesundheitsversorgung. Sie haben Angst, dass es schon bald nicht mehr gute Versorgungsangebote vor Ort gibt. Gerade Sie als Minister sind diesen Sorgen verpflichtet. Sichern Sie die Krankenhäuser. So ist es auch Ihr gesetzlicher Auftrag. Das Volk könnte Ihnen sonst die rote Karte zeigen. Mindestens aber wird es Ihnen zurufen, Alarmstufe! Danke! Ich freue mich, dass Andrea Lemke bei uns ist. Frau Lemke ist seit vielen, vielen Jahren eine, wenn ich das so sagen darf, echte Kämpferin für die Berufsgruppe der Pflege. Sie war im Deutschen Pflegerat eine starke Stimme. Sie ist Pflegedirektorin zurzeit im Evangelischen Waldkrankenhaus in Berlin-Spandau. Sie hat viele Stationen in ihrem Berufsleben schon hinter sich gebracht. Ich vermute, so eine Situation wie zurzeit hat sie auch noch nicht erlebt. Aber sie kann uns eben aus der Pflege, aus ihrem Krankenhaus und vielleicht auch darüber hinaus berichten. Und das ist wichtig, dass Menschen zu Wort kommen, die von der Politik gehört werden, die letztlich dann auch authentisch berichten können. Ich will aber, eben ist Herr Lindemann begrüßt worden von der FDP, wir haben noch weitere Abgeordnete gesehen. Ich sehe Herrn Gürpina von den Linken, Frau Lötsch von den Linken habe ich vorhin gesehen, Frau Emil Zollner von der CSU und Sepp Müller von der CDU/CSU ist auch da. Wenn weitere Abgeordnete des Bundestags da sind, zeigen Sie sich gerne, ich begrüße Sie gerne, wir freuen uns, dass Sie da sind, weil Sie hoffentlich mitbekommen, wie die Stimmung ist, wie die Lage ist. Und darum geht es uns heute, damit Sie dann Ihr Mandat wahrnehmen können und Ihre Gewissensentscheidung am Ende auch im Parlament treffen. Frau Lemke, schön, dass Sie da sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus allen Bundesländern, ich erspare es mir jetzt, hier und heute auf jedes einzelne Bundesland zu verweisen.
Herr Schreiner, Ihnen widerspreche ich ungerne, aber an einer Stelle würde ich es gerne tun. Herr Lauterbach war für mich nie ein Minister des Volkes. Zu keinem einzigen Zeitpunkt. Liebe Beschäftigte, warum stehen wir heute hier? Wir stehen hier, um von der Politik einzufordern, hebt die Preise für unsere Leistungen, die die Beschäftigten jeden Tag in den Einrichtungen erbringen, an. Wir brauchen diese Anhebung des Preises, um mit den gestiegenen Kosten fertig zu werden. Wir stehen hier, um einen fairen Inflationsausgleich für die deutschen Krankenhäuser zu fordern und die ausgehandelten Tarife, die Sie verhandelt haben, mit den Arbeitnehmervertretern zu refinanzieren. Warum tun wir das? Wir tun das, weil wir von steigenden Kosten einen unglaublichen Investitionsrückstau, Personalknappheit und das ist eins meiner wichtigsten Forderungen, einem Bürokratiemonster bedroht sind in unseren Einrichtungen. Das ist eine mehr als toxische Gemengelage. Was machen die verantwortlichen Politiker? Hören Sie uns! Jede zweite Klinik soll von Insolvenz bedroht sein, selbst wenn es nur jede vierte sein wird. Wollen Sie als verantwortliche Politiker einem unkontrollierten Krankenhaussterben zusehen, mit Folgen für die Bevölkerung, die Patienten und die Beschäftigten? Wo bleibt eine ordnende Hand, eine konzertierte Aktion und nicht nur Ankündigung? Muss man ja sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Krankenhäuser können doch leider die Schulden nicht zum Sondervermögen deklarieren wie der Bund. Das gelingt uns nicht. Ja, bei uns bleiben die Schulden Schulden und werden nicht zu einem Sondervermögen. Alle, die Sie hier stehen, wissen doch längst, dass die Bettenpläne, die in den Kommunen und Ländern erstellt werden, nicht mehr wert sind als das Papier, auf dem es steht. Wir alle sind betroffen von geschlossenen Operationssälen, reduzierten Kapazitäten in der Intensivmedizin und ganz geschlossenen Abteilungen. Tun wir doch nicht so, als wenn bislang die Versorgung der Bevölkerung überall hervorragend läuft. Versuchen Sie mal, einen Termin im Hausarztmilieu oder bei einem Augenarzt zu kriegen, ohne Kontakte einen elektiven Eingriff in einer Klinik zu bekommen. Ich wünsche viel Freude. Und wenn Herr Schreiner von Alarmstufe Rot spricht, da hat er recht. Und jetzt kündigt der Minister eine große Krankenhausreform an. Begleitet von sogenannten Expertenrunden. Experten sind die Kollegen, die hier auf diesem Platz stehen, die jeden Tag in den Einrichtungen ihre Arbeit machen. Hätten Sie mal die Kollegen und Kolleginnen vor Ort gefragt, was es braucht? Wahrscheinlich hätte es substanzielle Antworten gegeben, die aber offenbar niemand hören will. Frühestens, sagt Herr Lauterbach, greift die Reform 2025. Vermutlich, auch das kann ich Ihnen nicht ersparen, wird es schlimmer als vorher. Das involvierte Personal soll noch mehr dokumentieren. Ob Sie es glauben oder nicht, es soll ein Portal eingerichtet werden. Ein zusätzliches Portal, ein neues, als hätten wir noch keine, wo erneut Millionen von Qualitätsdatenfriedhöfen entstehen werden. Wir haben in unseren Krankenhäusern kein Qualitätsproblem. Wir haben ein Politiker- und Expertenproblem. Alarmstufe Rot, Bürokratie. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt, dass
Jeder Mitarbeiter, Ärzte, Pflegetherapeuten, ca. 3 Stunden am Tag braucht, nur um zu dokumentieren. Ich sage Ihnen, es ist noch mehr, wenn wir alles zueinander nehmen. Das soll noch mehr werden. Stellen Sie sich das vor. Die Krankenhausreform erfordert noch mehr Datenlieferung. Und gleichzeitig spricht sie von Bürokratieabbau. Mit dem MDK-Reformgesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir mittlerweile, und das ist der Stand von 2021, über 10.000 Menschen beim medizinischen Dienst der Krankenkassen. Es werden jährlich mehr. Es ist Absurdistan. Die Überprüfer unserer Leistungen werden immer mehr und die, die die Leistung erbringen, werden immer weniger. Alle, die hier stehen, wissen, was es bedeutet. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr sind Sie da für die Patienten vor Ort. Und jeden Tag erleben Sie das Spannungsfeld zwischen Anspruch und Möglichkeit. Die Decke ist eigentlich immer zu kurz, egal wo Sie sie hinziehen. Entweder wird die Brust kalt oder das Knie. Und unter diesen Umständen machen alle hier einen hervorragenden Job. Wir brauchen keine Experten, um uns sagen zu lassen, wie wir Qualität in unsere Einrichtungen bringen. Herr Lauterbach, machen Sie ernst. Bürokratieabbau jetzt. Stellen Sie alle verabschiedeten Qualitätsrichtlinien und Gesetze auf den Prüfstand. Evaluieren Sie so sauber, wie Sie es von uns erwarten. Was hat was gebracht? Alles andere gehört in die Mülltonne. Nehmen Sie die Kollegen, die nicht mehr am Krankenbett arbeiten, weil sie uns überprüfen müssen. Die brauchen wir zur Versorgung der Bevölkerung. Bewahren Sie die Beschäftigten, aber auch die Patienten davor, dass die Versorgung immer schlechter wird und unsere Beschäftigten weiter ausbrennen. Herr Lauterbach, Sie haben eine Revolution angekündigt mit Ihrer Krankenhausreform. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Revolutionen sind für mich eher mit Chaos assoziiert. Wir alle brauchen von Ihnen keine Revolution. Wir brauchen verantwortliche Politiker, die einen ehrlichen Dialog mit den Bürgern führen, was wir uns zukünftig leisten können und wollen. Und die einen ehrlichen Dialog mit uns allen am Gesundheitswesen Beteiligten führen. Was wir nicht brauchen, ist eine Revolution, Ankündigung und eine neue Bürokratie. Vielen Dank. Frau Lemke, vielen Dank nochmal dafür. Und ich glaube, Sie haben gemerkt, wie die Emotionen hochgegangen sind, als Sie das Thema Qualität angesprochen haben, als Sie angesprochen haben, wie man mit uns, mit Ihnen umgeht in dieser Qualitätsdebatte. Und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Ich habe hier Plakate gesehen. Wertschätzung, Respekt, das sind die Botschaften, die wir hören wollen, die wir auch verdient haben. Vielen Dank, liebe Frau Lemke. Ja. Ich komme jetzt zu einem weiteren Redner. Auch er ist Gesundheits- und Krankenpfleger in der Profession. Er ist aber auch Betriebsratsmitglied und er ist auch Verdi-Mitglied. Und Verdi, die Gewerkschaft, steht mit uns an der Seite. Sie hat heute Morgen eine Presseerklärung rausgegeben, dass sie mit an der DKG-Seite steht, mit uns, mit Ihnen allen, für diese Veränderung, für einen Inflationsausgleich, für eine Rettung der Krankenhäuser. Und wir kämpfen mit Verdi ja auch für eine gute Personalausstattung in der Pflege. Und deswegen bin ich froh, lieber Herr Dankert, Benny Dankert, dass Sie da sind. Sie sind ein, wenn ich das so sagen darf, Vertreter der jungen Generation. Ich glaube, das ist unübersehbar und ich vermute, Sie werden uns auch berichten, wie es den jungen Leuten geht, was Sie erleben und wie Sie im Moment die Diskussion erleben. Schön, dass Sie da sind vom Vivantes Klinikum. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber auch liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, die heute hier sind.
Eigentlich sind ja Protestzüge und Demozüge in Berlin gar nichts mehr Neues. Wir haben sie ja fast täglich. Man sieht sie auch hinter uns am großen Brandenburger Tor. Und eigentlich muss ich sagen, es ist eine Schande, dass wir aktuell hier stehen müssen, weil eigentlich bräuchte es diese Demonstration gar nicht, wenn die Politik das machen würde, wofür sie gewählt ist. Sie muss für gute Zustände in unseren Krankenhäusern sorgen. Und was ist jetzt? Wir haben sie nicht. Deshalb sind wir hier. Und es ist trotzdem immer noch total wichtig, dass ihr alle hier seid und letztendlich dieses starke Zeichen setzt, dass es euch eben nicht egal ist und dass es ganz wichtig ist, dass ihr hier seid und für eure Kliniken und für eure Arbeitsplätze vor allem mit eintretet. Ich glaube, ich erinnere mich gerne noch an 3 Jahre vorher zurück. Corona wanderte durchs Land und man saß groß im Bundestag zusammen, hat applaudiert, geklatscht, gesagt, wie wichtig eigentlich unsere Krankenhäuser sind, hat ihnen immer noch mehr Geld gegeben und gesagt, ihr müsst jetzt bitte alles machen, ihr müsst für diese Pandemie da sein, ihr müsst für die Patienten da sein, damit sie versorgt sind. Jetzt, 3 Jahre später, was passiert? Wir haben eine Klinikinsolvenz nach der anderen. Ich glaube, irgendwo bin ich in der Zeit stehen geblieben, dass ich, glaube ich, irgendwo die Ausfahrt verpasst habe. So darf es doch nicht sein. Nach einer Pandemie würde ich mir eigentlich ein anderes Ergebnis wünschen, als zu sagen, wir haben schon wieder ein insolventes Krankenhaus. Wir haben allein in diesem Jahr schon 50 insolvente Krankenhäuser. Allein diese Wortkombination dürfte es nicht geben. Krankenhaus, Insolvenz. Das dürfte so nicht sein. Krankenhäuser sind für die Menschen da, die um sie herum wohnen, sind für Kranke da, sind für Gesunde da, sind für Mütter da. Und was passiert? Sie schließen einfach, weil es kein Geld für sie gibt, weil immer gesagt wird, das ist uns zu teuer, wir lassen lieber einen kalten Strukturwandel durchs Land folgen, dass wir einfach nicht uns eben dort die Konflikte vor Ort aussetzen müssen. Und deshalb ist es gut, dass ihr hier seid und letztendlich sagt, so darf das garantiert nicht sein. Wir stehen für unsere Zukunft ein. Ich finde es immer noch paradox. Herr Lauterbach hat damals an der DRG-Reform, an der Finanzierung mitgearbeitet. Jetzt hat er selber eingesehen, dass das vielleicht nicht so das beste Finanzierungssystem war. Also machen wir jetzt nochmal einen neuen Deutschland-Wumms oder einen Krankenhaus-Wumms zusammen und machen nochmal eine neue Klinikreform. Was macht er aber? Er vergisst schon wieder, dass Geld in den Kliniken so eine starke Rolle spielt. Er vergisst schon wieder, dass wir in den Krankenhäusern nicht ohne Geld arbeiten können. Weil uns geht es in den Kliniken vor allem darum, um unsere Patienten, dass wir sie versorgen können. Und letztendlich möchten wir nicht Verteildebatten führen, um zu sagen, wer kriegt jetzt wie viel Millionen, damit wir sagen können, kriegt es jetzt die Schule oder kriegen wir das, sondern wir stehen dafür, dass die Leute vor Ort gut versorgt sind. Und das geht nur mit guten Arbeitsbedingungen und vor allem mit guten Löhnen. Und eigentlich warte ich ja immer noch auf die kurze Ansage von Herrn Lauterbach. Naja, das haben wir ja alles nicht so vorhergesehen. Inflation, Ukraine-Krieg, das war halt alles nicht zu planen. Aber dass wir genau das gleiche Problem hatten, Inflation, uns teilweise die Haare vom Kopf gefressen hat und wir nicht wussten, wie wir aber alles weitere bezahlen sollen und wir deshalb auf die Straße gegangen sind, um große Tarifforderungen durchzusetzen. Das ist für uns wichtig in den Kliniken, weil wir sind hier da, um die Patienten zu versorgen. Und das muss leider auch nicht nur am Geld gemessen werden, sondern es muss in der Qualität vor Ort gemessen werden und an der Zufriedenheit der Leute, die dort überhaupt noch arbeiten wollen. Deshalb freue ich mich immer noch so sehr, dass ihr alle hier seid und ihr das von oben, also es wurde glaube ich schon mehrfach angesagt, es ist ein super krasses Bild von hier oben zu schauen und zu sehen, welche Trägervielfalt hier auch vor Ort ist. Das ist ein wirklich starkes Signal und eigentlich müsste die Politik, wenn sie einen Arsch in der Hose hätte, wirklich auch mal hier vorne auf den Platz kommen und den Leuten auch mal hier vor allem sagen, was, wo stehen sie und was halten sie auch von euch. Ja, dann nochmal zusammen. Alarmstufe rot! Nochmal. Alarmstufe rot! Danke! Sehr schön. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ein Wahnsinnsanblick, aber ehrlicherweise als Hubertus-Mitarbeiter auch wunderbar. So grün hier. Johannes Stiftiger und Kuni, schön, dass ihr da seid. Heute
Heute stehen wir hier mitten auf diesem Platz, mitten in dieser Stadt, um denen, die gar nicht mal so weit von uns fern sind, denen in der Regierung, denen im BMG, denen in der Kommission, der Expertenkommission Krankenhaus, eines zuzurufen, eines mitzugeben. Wenn ihr wirklich wollt, dass wir auch zukünftig in diesem Land ein starkes, ein funktionierendes Gesundheitswesen haben, wenn ihr wollt, dass jeder Notfall sofort mit hoher Qualität behandelt wird, wenn ihr wollt, dass keiner Sorge um seine Gesundheit haben muss, dann gibt es jetzt nur noch eins: Rettet die Krankenhäuser! Rettet die Krankenhäuser! Und das tut nur, indem ihr die mitnimmt, die tagtäglich in den Krankenhäusern arbeitet. Krankenhäuser sind keine Häuser aus Beton und aus Stahl nur. Krankenhäuser sind Orte, wo Menschen Menschen behandeln. Also hört auf die Menschen, hört auf die Mitarbeitenden, hört heute auf uns! Hört auf uns, wenn wir sagen, die Krankenhäuser brauchen einen Inflationsausgleich. Hört auf uns, wenn wir sagen, gebt den Krankenhäusern die Möglichkeiten, ihre Mitarbeitenden richtig und gut zu bezahlen. Hört auf uns, wenn wir sagen, Fachkräfte brauchen wir. Fachkräfte müssen wir bewerben, sonst kommen sie nicht. Und Fachkräfte brauchen eben auch eine gute Bezahlung. Sorgt dafür! Hört auf uns, wenn wir sagen, die Fachkräfte brauchen aber auch gute Arbeitsbedingungen. Und dazu gehört auch, macht endlich das, was so einfach ist. Und macht endlich das, was es im Übrigen auch gratis gibt. Macht endlich Entbürokratisierung. Damit könnt ihr sofort helfen. Hört auf uns! Ich bin es leid, das Wort Entbürokratisierung immer nur auf den Überschriften zu hören und zu sehen, aber am Ende in den Texten kein einziger konkreter Vorschlag. Hört auf uns, macht endlich was, Entbürokratisierung jetzt. Hört auf uns! Hört auf uns und dann werdet ihr gegebenenfalls auch ein bisschen klüger. Ich bin es auch leid, in der Diskussion immer wieder zu hören, und da sind wir uns ja alle einig. Wir brauchen eine Reform. So wie es jetzt ist, geht es nicht mehr weiter. Aber ich bin es leid zu hören, das wäre ganz einfach. Schaut nach Dänemark. Wir haben hier zu viele Betten. Hier ist zu schlechte Qualität. Hier haben wir zu viele Krankenhäuser. Also schließen wir einfach und alles wird gut. Machen wir das dänische Modell. Ich bin es leid, diese plakativen Äußerungen zu hören, denn sie stimmen nicht. Dänemark schaut verwundert, reibt sich die Augen und sagt, was macht ihr denn? Wir würden gerne euer System haben. Folgt uns nicht. Also... schlicht leid, dieses so plakativ und so polemisch zu hören. Soll uns doch jemand mal zeigen, wo ist denn die schlechte Qualität in den Krankenhäusern? Wo sind denn die schlechten Häuser? Ich kenne kein einziges in diesem Land und das muss man auch mal jetzt sagen dürfen. Deswegen, all denjenigen, die glauben zu sagen können, hier in den Krankenhäusern wird schlechte Qualität abgeliefert. Den rufen wir das zu, was Marc Schreiner jetzt intoniert hatte. Nämlich Alarmstufe. Denen, die sagen, in den Krankenhäusern, den brauchen wir kein Geld mehr zu geben. Inflationsausgleich brauchen wir nicht. Den sagen wir Alarmstufe. Denen, die glauben, dass die Mitarbeiter keine gerechten Löhne haben müssen, dass wir nicht um gute Arbeitsbedingungen uns kämpfen müssen, denen rufen wir zu, Alarmstufe! Denen, die glauben, dass wir die Fachkräfte einfach so bekommen in den Krankenhäusern, denen rufen wir zu, Alarmstufe! Genau, Alarmstufe! Und denen, die glauben, man kann es ganz einfach machen, ja, die großen Häuser, die sind gut, die kleinen Häuser, die sind schlecht. Und da wird gute Medizin gemacht, da wird schlechte Medizin gemacht. Denen rufen wir zu, Alarmstufe. Deswegen,
Es wird nicht einfach werden, uns, die Krankenhäuser, dahingehend in die Zukunft zu führen. Aber das schaffen wir. Wir schaffen das gemeinsam. Wir lassen uns hier nicht auseinander dividieren. Für uns gibt es kein Groß und kein Klein, kein Gut und kein Schlecht. Wir gibt es uns. Uns gibt es nur gemeinsam. Und in dieser Gemeinsamkeit lasst uns für die Krankenhäuser streiten. Lasst uns in die Politik gehen und sagen, rettet die Krankenhäuser. Ansonsten stehen wir heute hier, wir stehen morgen hier und in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten und rufen dieses eine zu. Alarmstufe! Deswegen bleibt zusammen. Gemeinsam werden wir es schaffen. Es ist ein wahnsinnig guter Anblick. Ihr seid Spitze. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, selten hat man Ärzte so kämpferisch erlebt. Hervorragend, wunderbar. Vielen Dank, Herr Bobbert. Ich glaube, Sie haben auch nicht nur für Stimmung gesorgt, sondern Sie haben deutlich gemacht, wir lassen uns nicht in die Knie zwingen. Wir werden für die gute Sache, für die wir stehen, auch kämpfen. Nochmal lieben Dank, Herr Bobbert. Ja, und jetzt hat sich spontan ein Abgeordneter aus dem Bundestag, Sepp Müller, der CDU-CSU-Fraktion, gemeldet und darauf hingewiesen, dass die CDU-CSU heute Abend eine Konferenz zum Thema Krankenhäuser abhalten wird und er uns hier kurz mitteilen möchte, wie die Positionierung ist. Wir haben entschieden, ihn aus diesem Grund hier auch nach oben zu lassen. Wir sind gespannt, was da die Ansage sein wird. Lieber Herr Müller, sehe ich Sie irgendwo? Da ist er. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser, vielen Dank, dass Sie sich heute so zahlreich in Berlin vertreten sehen und uns auch die Möglichkeit geben, als Abgeordnete mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, weil das war in den letzten Monaten seitens der Regierung nicht möglich. Wir müssen alle an einen Tisch, Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte und die Klinikverwaltung, und das werden wir heute tun, und da auch danke an die Krankenhausgesellschaft, die bei unserem Klinikgipfel mit dabei sein wird. Und heute im Morgenmagazin konnten wir unseren Gesundheitsminister lauschen, der sagt, es wird alles besser, wenn die Fallpauschalen wegfallen. Die Fallpauschalen fallen nicht weg, sondern die Zettel. Die Fallpauschalen werden weiterhin bleiben. Wir sehen aktuell ein Krankenhaussterben, welches in Stadt und auf dem Land passiert. Und da wollen wir sagen, wie Sie das sagen, Alarmstufe! Und wir wollen nicht nur heute mit Ihnen reden, wie wir das auch in den letzten Wochen und Monaten getan haben. Emmy Zollner ist da, Tino Sorge ist da. Wir wollen die Krankenhäuser in Stadt und auf Land behalten. Und deswegen geben wir dieser Woche der Ampel die Möglichkeit, ein Vorschaltgesetz zu machen zur Brückenfinanzierung für die Krankenhäuser. Es sind noch 3,5 Milliarden in den Energiekosten übrig. Herr Lauterbach, machen Sie das Geld frei, geben Sie es den Krankenhäusern. Wir wollen die Krankenhäuser vor Ort behalten. Und eins ist uns auch wichtig. Der Bundesgesundheitsminister braucht uns angeblich im Bundesrat für eine sogenannte Krankenhausreform. Ich kann für unsere Fraktion sagen, wir lassen keine Verträge zulasten Dritter zu. Wer ein sogenanntes Krankenhaustransparenzgesetz als nächsten Datenfriedhof auf den Weg bringt, ohne mit uns im Vorfeld zu sprechen, der kann auch keine Zustimmung für eine Krankenhausreform erwarten. Wer Krankenhäuser in Stadt und auf Land sterben lässt, der kann keine Zustimmung erwarten. Wir reichen die Hand. Diese Woche Zustimmung für unsere Brückenfinanzierung. 3,5 Milliarden sind noch da. Das rettet Sie kurzfristig. Langfristig brauchen wir mehr Lösungen. Und da reden wir heute Abend ab 18 Uhr. Herzliche Einladung, nicht nur in unserem Livestream, sondern auch vor Ort. Ja. Vielen Dank, Herr Müller. Sie haben schon darauf hingewiesen, einen Abgeordneten habe ich noch nicht begrüßt, lieber Herr Sorge. Schön, dass Sie auch da sind. Wir arbeiten auch gut zusammen mit Ihnen, wie auch mit den anderen Fraktionen. Wir haben die Ansprache, aber wir werden nicht immer gehört. Das will ich deutlich sagen, aber wir lassen nicht locker. Und ich bin gespannt, was heute Abend konkret noch besprochen wird. Und jetzt darf ich... Rot! Rot! Danke, Rot!
Dunkelrot, dunkelrot. So, jetzt darf ich aber wieder auf grün schalten. Ich freue mich, dass eine weitere Berufsgruppe, eine ganz wichtige weitere Berufsgruppe im Krankenhaus bei uns ist. Liebe Andrea Ramsell, die Vertreterin im Präsidium des Deutschen Hebammenverbandes. Eine Hebamme, die in Krankenhäusern arbeitet, die sich um die Kinder, um die Neugeborenen kümmert, um die Mütter, die dafür da ist, dass unsere Zukunft zur Welt kommt. Und die Geburtshilfe ist ja ein Riesenthema, wenn wir über das Krankenhausschließen sprechen. Wir haben zum Teil Entfernungen mittlerweile erreicht durch eine Schließung von mehreren hundert Geburtshilfen in den letzten Jahren, die wirklich für viele Mütter dramatisch ist. Und das dürfen wir nicht einfach weiterhin tatenlos mit anschauen. Deshalb bin ich sehr froh, dass du da bist, dass Sie da sind. Kommen Sie nach oben, sagen Sie uns, wie es um die Geburtshilfe steht und wie Sie dieses Thema beurteilen. Danke, verehrter Herr Gast. Ja, was für ein Bild. Liebe Kolleginnen, liebe Mitstreiterinnen, ich stehe hier als Hebamme für die Hebammen, aber auch für die medizinischen Fachberufe und auch für die Ärztinnen, für alle, die in der Klinik arbeiten. Ich bin hier, so wie ihr, aber nicht für die Krankenhäuser. Ich bin hier für Versorgung. Ich bin hier für vernünftige gesundheitliche Versorgung in Deutschland. Um es ganz klar zu sagen, eine unkontrollierte Insolvenzwelle ist keine Krankenhausstrukturreform. Deshalb stehen wir hier, deshalb haben wir die Alarmstufe Rot. Damit Sie ganz persönlich einen Eindruck bekommen, wie sich die Situation nach weiteren Schließungen, nach weiteren unkontrollierten Schließungen von Geburtshilfen für Sie ganz persönlich darstellt, stellen Sie sich bitte Folgendes vor. Ihre Partnerin, Ihre Tochter, Ihre Nachbarin ist hochschwanger und bittet Sie, sie in die nächstgelegene Klinik zu fahren. Sie hören vom Beifahrersitz ganz unangenehme, für Sie schlecht einzuordnende Geräusche und Sie sind schon 30 Minuten unterwegs. Dann sind Sie 40 Minuten unterwegs. Der GBA hat übrigens sich vorgestellt in seiner Planung, dass wir 40 Minuten brauchen, maximal um eine Geburtshilfe zu erreichen. Davon sind wir weit entfernt. Sie erreichen den nächsten Kreissaal. Ihre Beifahrerin braucht immer wieder lange Pausen. Der Kreissaal ist aber belegt, weil dieser Kreissaal durch eine mangelnde Versorgungsplanung nämlich völlig überbelegt ist. Das heißt, Sie werden abgewiesen und Sie fahren eine Tür weiter. Sie kommen nach einiger Zeit zum nächsten Kreissaal und vielleicht ist dieser frei, vielleicht auch nicht. Vielleicht schaffen Sie es auch gar nicht bis zum nächsten Kreissaal. Das Autofahren ist für die Gebärende sehr belastend. Für Sie ist das extrem unentspannt, glauben Sie mir. Wenn das Kind unterwegs geboren werden möchte, erkennen Sie es daran, dass das Stöhnen ein bisschen lauter wird. Und kleiner Funfact übrigens aus Schleswig-Holstein, kein Witz, es gibt dort auf einem Baumarkt einen Parkplatz, auf dem Sie anhalten und in Ruhe gebären können, weil nämlich die Entfernung zwischen den Geburtskliniken in Schleswig-Holstein so groß ist, dass der Baumarkt sich überlegt hat, das wäre doch ganz gut, dass die Frauen zumindest nicht an der Autobahn gebären müssen. Falls Sie es nicht, wir reden von Deutschland, wir reden von Versorgung, falls Sie es nicht unter diesen Umständen in eine Klinik schaffen, merken Sie sich Folgendes. Versuchen Sie, einen Kreißsaal anzurufen, eine Hebamme zu finden, die Sie telefonisch begleitet. Wenn das Kind geboren ist, halten Sie es warm, aber schneiden Sie auf gar keinen Fall die Nabelschnur durch. Wenn es noch nicht geschehen ist, rufen Sie 112 oder den nächstgelegenen Kreissaal. Sie halten das für Zukunftsmusik vielleicht, was ich Ihnen gerade erzähle, und für stark übertrieben. Glauben Sie mir, ist es nicht. Und vielleicht ist einer oder eine von Ihnen höchst dankbar, dass er diese Kurzanleitung gehört hat. Wir haben keine Versorgungsplanung. Und ich verrate Ihnen noch was. Für die Geburtshilfe und für andere Leistungen brauchen wir eine wohnortnahe Versorgung. Zum Beispiel Geburten lassen sich nicht aufschieben. Wir können nicht für die gesundheitliche Versorgung von Schwangeren und Gebärenden 100 Kilometer und mehr in Kauf nehmen. Das geht nicht. Das Personal, von
von den geschlossenen Kliniken folgt nicht in die nächste Klinik, die noch offen ist. Das ist keine Karawane, die weiterzieht. Weder die Pflege, noch die Hebammen, noch die Ärztinnen gehen nach Schließungen an den nächsten Standort. Das wissen wir. Und es ist ein Recht für jede Frau und jede Familie, dass wir eine respektvolle Geburtshilfe in Deutschland erleben. Wir haben 700.000 Geburten im Jahr und wir leisten alle eine große ambulante Versorgung mit den Krankenhäusern. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Auch diese Versorgung fällt weg, ungeplant, unkontrolliert. Und ich möchte noch mal einen ganz anderen, einen ganz neuen Punkt aufmachen, den ich heute noch gar nicht so laut gehört habe. Wir haben ausreichend ausgebildetes medizinisches Fachpersonal. Wir haben die Pflege, wir haben die Hebammen, wir haben die Logopädin, wir haben die Physiotherapeutin, wir haben die Ärztin. Aber wir werden nicht entsprechend unserer Rollen eingesetzt. Wir müssen die Ressourcen, die wir haben, nutzen und zwar planvoll mit dieser Reform. Und ich fordere Sie auf, Herr Gesundheitsminister und alle Gesundheitspolitikerinnen, nutzen Sie die Ressourcen. Wir brauchen mehr Autonomie für die medizinischen Fachberufe, für alle medizinischen Fachberufe, damit wir in den Kliniken... damit wir alle in den Kliniken so versorgen können, uns um Patientinnen, um Schwangere kümmern können, wie sie es verdient haben. Dafür brauchen wir rechtliche Grundlagen. Wir brauchen eine Ausweitung der Kompetenzen der nichtärztlichen Berufe. Wir brauchen eine gute interprofessionelle Zusammenarbeit, die haben wir, aber wir brauchen wirklich Veränderungen in den Strukturen. Beziehung verschiedener Expertinnen beginnt mit der Planung. Wir erwarten, dass wir in diese Planung mit einbezogen werden. Diejenigen, die die Krankenhäuser lenken, diejenigen, die in den Krankenhäusern arbeiten und versorgen, und zwar jede Berufsgruppe. Und das ist nicht trivial. Was wir brauchen, ist eine belastbare Versorgungsplanung. Und wir können dieses enorme Potenzial von allen medizinischen Fachberufen, von allen Ärztinnen nicht einfach liegen lassen. Wir brauchen die Fachexpertise aller. Wir stehen hier alle, wir haben eine große Chance und ich hoffe, es wird was. Ansonsten merken Sie sich, das Kind warm halten nach der Geburt und nicht die Nabelschnur durchschneiden. Herzlichen Dank. Ja, liebe Frau Ramsel, das war ja nicht nur ein Appell an die Politik und eine Aufmunterung an uns, sondern auch noch gute Tipps für die Zeit danach, wenn das Krankenhaussterben vielleicht weitergeht, die Wege noch länger werden. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht noch mehr Parkplätze an Baumärkten eröffnen müssen, wo irgendwelche Versorgung stattfinden kann oder wo man dann vielleicht in Ruhe irgendetwas noch erlebt oder auch nicht mehr erlebt. Also lassen Sie uns weiterhin dafür kämpfen, dass wir gute Versorgung haben. Und ich will auch noch mal eins deutlich machen. Wir stehen hier heute nicht, um Krankenhäuser als anonyme Gebäude oder Ähnliches zu erhalten. Nein, es geht darum, die Versorgung der Bevölkerung zu erhalten. Es geht darum, die wichtigste Infrastruktur in einer älter werdenden Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Es geht darum, den Menschen in Deutschland weiterhin das gute Gefühl zu geben, wenn es ihnen schlecht geht, dann könnt ihr auf uns vertrauen, ihr könnt auf die Krankenhäuser vertrauen und ihr könnt darauf vertrauen, dass die Politik weiß, um was es geht. Und darum geht es uns heute. Der ländliche Raum ist schon mehrfach angesprochen worden und ich bin jetzt froh, einen weiteren Vertreter aus der Pflege, Herrn Richard Stahl, den Pflegedirektor der Oberhavelkliniken, begrüßen zu dürfen. Sie haben drei Standorte in Oranienburg, in Henningsdorf und in Kransee. Und ich glaube, Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie hier als Fanclub begrüßen, wissen, um was es geht. Und Sie haben die Unterstützung schon jetzt
aus dieser Ecke, aber ich glaube gleich auch von allen. Lieber Herr Starr, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte unserer Krankenhäuser, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich zum Einstieg bitte etwas anders und zwar lyrisch beginnen. Erinnern Sie sich noch an die bekannte Ballade von John Maynard von Theodor Fontane? Diese Ballade handelt doch von einem Steuermann, der seine Dienst- und Fürsorgepflicht über sein eigenes Leben stellt und somit das Leben anderer Menschen rettet und mitverantwortet. Ich habe mir für die heutige Protestkundgebung erlaubt, diesen Text umzuschreiben und auf unseren gesundheitspolitischen Steuermann zu übertragen. Sagen wir, es ist die moderne Fassung von John Maynard, so wie wir sie aktuell erleben, in unserem Gesundheitssystem. Diese Ballade heißt nicht John Maynard, sondern Karl Lauterbach. Wer war Karl Lauterbach? Karl Lauterbach war unser Steuermann aus, hielt er, bis er das Ufer gewann? Hat er uns gerettet? Trägt er die Krone? Karl Lauterbach? Das Krankenhausschiff, die Lauterbach, bringt gesundheitspolitisch schon lange viel Krach. Sie fegt über die Berliner Klinik Spree, geschäumt um den Krankenhausbug so schnell wie Lauterbachs BMW. Von Berlin fliegt und strömt sie in die ganze Republik und das alles keinesfalls bei Fatigue. Unsere Herzen sind frei und zuversichtlich. Die Passagiere, unsere Mitarbeiter, unsere Patienten, sowohl Hochbetagte, Kinder, diverse Männer, Frauen, keine Dekadenten. Im Dämmerlicht alle nur auf das politische Ufer schauen. Da klingt's aus dem Schiffsraum her wie ein Schrei. Feuer war's, was da klang. Ein Qualm aus dem Regierungsschiff drang. Erst Qualm, dann Defizite lichterloh. Noch 20 Minuten oder doch lieber gleich die 112. Der Zugwind wächst, doch die Klinik Qualmwolken stehen. Unsere Passagiere immer wieder nach dem Steuer spähen. Sie sehen nicht mehr ihren Steuermann, aber durchs Sprachrohr fragen sie dann, noch da, Professor, unser Steuermann? Ja, ich bin. Auf zu allen klinischen Sanktionen ohne Änderung der Positionen. Direkt zu auf den Eisberg, denn das ist mein Werk. Und das Schiffsvolk ist entsetzt, wird geblendet, verletzt, ist innerlich zerfetzt. Halt doch, Professor, Herrgott, gib uns Rat. Noch 10 Minuten bis zum Deutschen Bundestag. Und in die Brandung der deutschen Kliniklandschaft, was Klippe, was Stein, jagt er die Lauterbach mitten rein. Das Schiff geborsten, das Feuer noch schwelt, eine Falle. Die Klinik Asche weht. Gerettet? Nein, nicht alle, denn mindestens einer fehlt. Wir hören nur ein Glockenläuten, ansonsten schweigt die Republik unter Gänsehäuten. 1700 Kliniken folgen und mehr und kein einziges Klinikaug im Zuge das Tränen leeren. Wir lassen einen Kliniksarg in Milliarden Schulden hinab. Mit Blumen schließen wir das Grab. Und mit goldener Schrift in den Marmorstein schreibt jedes Krankenhaus seine Erinnerung ein. Hier ruht Karl Lauterbach, unser Steuermann. In Qualm und Brand hielt er das Steuer nicht mehr fest in der Hand. Er hat uns nicht gerettet. Er trägt nicht die Krone. In Wahrheit nur bitterer Hohn. Karl Lauterbach und leider nicht John Maynard, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sehr geehrter Herr Bundesgesundheitsminister Professor Lauterbach, Sie möchte ich an dieser Stelle ganz besonders begrüßen. Wie schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind und uns Ihre Aufmerksamkeit schenken. Ich hoffe, irgendjemand von euch hat ihn inzwischen hier irgendwo auf dem Pariser Platz gesehen. Markus Lanz fragte unseren Bundesgesundheitsminister in seiner Sendung am 22. Juni diesen Jahres, wie viele Krankenhäuser er denn nun schließen werde, um im Rahmen der Krankenhausreform die hohen Kosten unseres Gesundheitssystems zu senken.
Zitat unseres Gesundheitsministers vor laufenden Kameras: Ich werde gar keins schließen. Wenn die Reform nicht käme, dann würde das Krankenhaussterben im nächsten Jahr beginnen. Wir werden nicht mehr verhindern können, dass Krankenhäuser im nächsten Jahr große Schwierigkeiten haben, vielleicht auch in die Insolvenz gehen. Mit Verlaub, Herr Professor Lauterbach, aber das ist nicht unser Stil. Bleiben wir doch ehrlich. Sie könnten es sehr wohl verhindern, dass unsere Krankenhäuser eben nicht in die Insolvenz getrieben werden. Denn Sie, nur Sie allein, sind unser gesundheitspolitischer Steuermann. Sehen Sie den Eisberg denn etwa immer noch nicht? Wie unehrlich ist es bitte, wenn das unkontrollierte Krankenhaussterben schon seit Jahren hierzulande flächendeckend längst begonnen hat, es immer mehr Fahrt aufnimmt und Sie so tun, als ob durch Ihre riesige, gigantische Reform im nächsten Jahr finanziell alles besser werden wird. Sie nehmen es nach wie vor in Kauf, dass Krankenhäuser in unserem Land durch den von Ihnen mit herbeigeführten eiskalten Strukturwandel weiter in eine finanzielle Katastrophe hineinsteuern. Nur warum? Sie sind doch unser Steuermann. Sie nehmen es in Kauf, dass wir mit unseren Beschäftigten in den Krankenhäusern durch den fehlenden Inflationsausgleich einerseits keine fairen und marktüblichen Gehälter zahlen können, obwohl jede unserer Berufsgruppen im Krankenhaus das bei aller Verantwortung mehr als verdient. Und andererseits sollen wir zugleich die Patientenversorgung in jeder Region hierzulande sicherstellen. Wie soll das gehen? Durch Ihre gesundheitspolitisch auferlegten drastischen Sparmaßnahmen lastet der Druck noch mehr auf den Schultern unserer Mitarbeiter und unserer Patienten. Sie, Herr Professor Lauterbach, unser aller Steuermann, zwingen unsere Klinikgeschäftsführungen selbstlos in die Knie. Damit steht uns allen das Wasser bis zum Hals. Wollen Sie wirklich, dass wir ertrinken und untergehen? Dringend notwendige Krankenhausstellen, die für die Versorgung von Patienten unabdingbar sind, können allein aus finanziellen Gründen nicht gewährt, geschweige denn besetzt oder nachbesetzt werden. Stationen müssen landesweit durch Bettensperrungen und fehlendem Fachpersonal verkleinert und geschlossen werden. Das medizinische, pflegerische und therapeutische Leistungsspektrum wird somit vielerorts hierzulande eingeschrumpft. Ganze Fachabteilungen und Klinikstandorte wirtschaften bundesweit auch deshalb zunehmend defizitär, um die Behandlung von unseren Patienten trotz gestiegener Kosten überhaupt noch aufrechterhalten zu können. Die ohnehin knappen Personalressourcen werden unter anderem durch Bürokratie, Qualitäts- und Strukturtiger weiter zulasten unserer Mitarbeiter ausgetragen, inzwischen seit Jahren getreu dem Motto Come in and burn out. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch die Wahrheit zur Realität in unserem Klinikalltag. Ob GBA-Beschlüsse, Pflegepersonalbemessungen, Krankenhausreformen, Rettungsdienstreformen, Ausbildungsreformen, Arzneimittelreformen, klimagerechte Krankenhäuser, bei allen vermeintlich innovativen Qualitätsansprüchen und Bemessungsvorgaben dürfen Sie, lieber gigantischer Steuermann, doch nicht Ihre Belegschaft aus den Augen verlieren. Und gerade bei weiterhin steigenden Nichterfüllungsquoten und zu geringen Umsetzungsgraden all solcher Anforderungen steuern Sie höchst engagiert, aber offensichtlich blind oder taub, immer weiter auf den größtmöglichen Sanktionseisberg eines jeden Krankenhauses in Ihrer politischen Gesundheitslandschaft zu. Sie steuern in die falsche Richtung, Herr Bundesgesundheitsminister. Wir sagen es Ihnen heute persönlich hier auf Ihrem Regierungsschiff an der Spree. Sie glorifizieren sich mit vermeintlichen Erfolgszusprüchen in zahlreichen Talkshows und Pressemitteilungen und behaupten nicht zuletzt, dass es mit Ihnen angeblich keine Leistungskürzungen, keine Klinikschließungen und noch gute Tage für deutsche Krankenhäuser geben würde.
Egal welche Entscheidungen wir aus Klinikleitungssicht betrieblich treffen müssen, überall wird in der Regel ausreichend Geld und ein planbares Budget benötigt, um betriebliche und mitarbeiterbezogene Interessen zu einen, ein betriebswirtschaftlicher Spagat. Doch allein das Pflegebudget zum Beispiel lässt für viele Wünsche und Anforderungen überhaupt gar keine Diskussion zu. Was ist zum Beispiel mit unseren Pflegefachkräften allein in den zentralen Notaufnahmen oder in den Funktionsabteilungen, in den Endoskopien, mit den Hebammen im Kreissaal, mit den medizinischen Technologen für Radiologie und Labor, mit den Physiotherapeuten, mit den Ergotherapeuten, den Logopäden und den Sozialarbeitern? Nicht zu vergessen in dieser Finanzierungslücke unsere zahlreichen Pflegehilfskräfte, die nun ab 2024 auch nicht mehr für unsere Krankenhäuser finanziert werden sollen. Wir stellen an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr die Versorgung unserer Patienten sicher und tragen dafür nach wie vor die volle Verantwortung. Das tun wir auch gern, denn die Masse unter uns arbeitet trotz aller prekären und belastenden Zustände noch immer gern in einem Krankenhaus. Doch wir wollen und müssen unsere Mitarbeiter in allen Berufsgruppen, auch selbstverständlich zum Beispiel die in der Verwaltung, in der Technik, in der Materialwirtschaft, im Einkauf oder in der Krankenhausküche, angemessen und fair bezahlen. Gerade Krankenhäuser müssen doch für ihre Mitarbeiter attraktive Arbeitsbedingungen schaffen. Dazu sehen wir uns als Arbeitgeber in der Pflicht. Denn nur so können wir Personal halten, binden und dazugewinnen. Die geplanten Tarifsteigerungen im kommenden Jahr müssen wir für all unsere Mitarbeiter vollumfänglich refinanzieren können. Ohne die Anpassung der Landesbasisfallwerte und gerade auch der Psychiatrieentgelte wird das nicht möglich sein, ohne doch rote Zahlen zu schreiben. Die anhaltende Inflation trägt weiter dazu bei, dass viele unserer Mitarbeiter und vor allem deren Familien große Existenzsorgen haben. Weil durch die Verteuerung der alltäglichen Lebenskosten der tatsächliche Nettolohn einfach nicht mehr ausreicht. Dies alles nur exemplarisch sind Kardinalsymptome, lieber Herr Bundesgesundheitsminister, um deutlich zu machen, dass wir als Krankenhäuser dringend und sofort auf den vollen Inflations- und Tariflohnausgleich angewiesen sind, und zwar auf Dauer. Sie sagten selbst erst vor wenigen Tagen im Deutschen Bundestag, dass unser Gesundheitssystem chronisch krank ist. Ich denke, dieser Aussage stimmen wir alle vollumfänglich zu. Doch dann, bitteschön, lassen Sie uns gemeinsam endlich mit der richtigen Therapie beginnen, bevor der Eisberg nun doch noch dichter kommt. Nur mit Umsetzung all unserer Forderungen von heute, Herr Professor Lauterbach, können wir unsere Arbeit im Krankenhaus langfristig so leisten, dass der Patient tatsächlich wieder in den Mittelpunkt unseres Versorgungsauftrages rückt. Vor Ihnen stehen heute hier vor dem Brandenburger Tor mehrere hundert engagierte Kolleginnen und Kollegen, Vertreter aus nahezu allen Berufsgruppen, die in einem Krankenhaus tätig sind oder damit zu tun haben. Glauben Sie mir, wir wären heute noch deutlich mehr Protestler, wenn unsere anderen Beschäftigten sich jetzt, genau zu dieser Zeit, nicht parallel um unsere Patienten kümmern würden. Noch gibt es viele Beschäftigte in unseren Kliniken, die hochmotiviert, belastbar, engagiert, flexibel und dabei trotzdem vor allem auch noch empathisch sind. Lieber Bundesgesundheitsminister, ziehen Sie endlich die Reißleine, werfen Sie die Anker aus und stoppen Sie dieses Regierungsschiff, das sich nach wie vor auf falschem Klinikkurs befindet. Wir alle übergeben Ihnen hiermit heute symbolisch gern unseren Kompass. Nehmen wir gemeinsam Kurs auf, aber auf einem Weg mit einer politisch tatsächlich zu verantwortenden Strategie, die wieder zu deutlich mehr Anerkennung und Wertschätzung unserer Krankenhäuser führen muss. Dies sind Sie und wir, unseren Mitarbeitern und besonders unseren Patienten schuldig. Herzlichen Dank. Applaus
Karl Lauterbach persönlich. Ich glaube, da ist auch noch mal ganz viel Herzblut deutlich geworden und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es quasi auch wirklich aufgenommen. Ich freue mich, zwei weitere Abgeordnete aus dem Deutschen Bundestag begrüßen zu dürfen, die eben zu uns gekommen sind, Frau Borschert und Frau Stöcker von der CDU-CSU-Fraktion. Wir sehen uns ja heute Abend auch und ich bin sehr gespannt, was wir dann erwarten dürfen und was Sie mitnehmen vielleicht auch von diesem Protesttag, von diesem Aktionstag heute. Ja, und bevor ich jetzt die letzte Rednerin, bevor ich dann das Schlusswort halte, ankündige, will ich noch was anderes ankündigen. Wir haben uns spontan entschieden, wir haben so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute hier, die vielleicht auch etwas auf dem Herzen haben. Sie sollen Gelegenheit haben, gleich, wenn Sie möchten, nachdem Frau Jama gesprochen hat, kurz hier nach oben zu kommen. Trauen Sie sich ruhig und geben Sie denjenigen, die hier stehen, Ihre persönliche Botschaft mit. Kommen Sie nach oben, zeigen Sie sich. Wir freuen uns, Ihnen auch eine Stimme geben zu können. Sie geben uns ja Ihre Stimme hier auf dem Platz und von daher, nachdem gleich Frau Jama gesprochen hat, gerne kommen Sie nach oben. Ja, ich habe schon gesagt, jetzt darf ich Frau Fanny Jama begrüßen. Sie ist Betriebsrätin, Verdi Betriebsrätin im Kreiskrankenhaus Demmin. Lassen Sie mich zwei Sätze zu diesem besonderen Krankenhausstandort sagen. Demmin liegt im schönen Mecklenburg-Vorpommern an der Mecklenburgischen Seenplatte und da ist viel Land, da ist eine wunderschöne Landschaft, da ist aber auch ganz viel Raum und Ihr Landkreis, aus dem Sie kommen, um Ihnen das zu verdeutlichen, ist doppelt so groß wie das gesamte Saarland und Sie versorgen mit diesem Krankenhaus die Bevölkerung dort und wer sich mal den Spaß macht im Internet auf den wunderbaren GKV-Klinik-Simulator zu gehen und klickt mal dieses Krankenhaus an und da hat die GKV, die Krankenkassen haben da etwas eingerichtet, Sie können Ihr eigenes Krankenhaus mal wegklicken, um zu erleben, was dann passiert und was hier passieren würde, ist wirklich dramatisch, 25.000 Menschen müssten zusätzlich mehr als 30 Minuten zur nächsten Klinik fahren. Die Geburtshilfe wäre weit mehr als über 40 Minuten entfernt. Und auch die Kinderversorgung, um die Sie sich kümmern, ist weit entfernt. Und auch Sie stehen in einer maximal schwierigen wirtschaftlichen Lage seit vielen Jahren. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Sie zu uns gekommen sind, um so ein bisschen auch die Gefühlslage vor Ort uns wiederzuspiegeln. Frau Jama, bitteschön. Vielen Dank. Ja, also ich habe das natürlich für so eine große Menge noch nie gemacht. Meine Vorredner haben ja wirklich klare Worte an die Politik gerichtet. Ich würde das jetzt noch mal mehr in die Schiene bringen, wie es meinen Kollegen vor Ort aktuell geht. Liebe Kollegen, liebe Teilnehmer an der heutigen Kundgebung, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Vielen Dank, Dr. Gast, für die spontane Einladung. Ich begann 2002 meine Ausbildung am Städtischen Krankenhaus Wismar zur Krankenschwester. Als ich dort gelernt habe, stand das Haus auch gerade vor dem Verkauf. Und in der Zeit war es ja wirklich schwierig, einen Job als Krankenschwester zu bekommen. Man war froh, man irgendwo erstmal im Pflegedienst anfangen konnte. Seitdem bin ich immer im Gesundheitswesen tätig. Und für mich war es immer mein Traumberuf, wie wahrscheinlich viele von den Anwesenden hier am Brandenburger Tor. Und weil das ganze medizinische Personal schon so lange durch mehr Tiefen als Höhen in letzter Zeit gegangen sind, habe ich nicht lange gezögert, als die Anfrage kam, ob ich ein Statement für diese Kundgebung beisteuern kann. Ich fragte mich jetzt natürlich am Montag, wie schnell soll ich mich in der kurzen Zeit vorbereiten, aber tut das eigentlich Not, wenn man aus dem alltäglichen Wahnsinn berichten soll? Seit einem Jahr bin ich Betriebsrätin am Kreiskrankenhaus Wien tätig und beschäftige mich immer mehr mit den brisanten Problemen, die unsere Krankenhausfinanzierung mit sich bringt. Als dieses Virus um die Ecke kam, da haben alle ganz plötzlich geklatscht und waren froh, dass das medizinische Personal sich in Schutzanzüge gequetscht hat, wenn dann überhaupt was da war. Und nachdem diese ewige, schwierige, lange Zeit vorbei war,
woran ich eigentlich gar nicht mehr geglaubt habe, dass es wieder normal wird, ohne Maske das Krankenhaus zu betreten, kommt der nächste richtige Schlag für uns. Ich hatte meine Kollegen gerade aus der Corona-Krise mit einem Sommerfest, mit Motivation, mit unserer Tarifsteigerung so ein bisschen wieder motiviert. Wir sind wieder gern, also sind alle gern zur Arbeit gegangen, haben ihren Job gerne gemacht. Und jetzt sind meine Kollegen und Kolleginnen total verunsichert. Jetzt gehe ich wieder durch die Gänge, überall haben sie Angst, dass sie vielleicht ihren Job verlieren, dass wir geschlossen werden und sind total verunsichert, was aus diesem familiären Kreis Krankenhaus werden soll. Das ist... Rot! Rot! Dieses Krankenhaus gibt es seit über 100 Jahren und ich mag dieses Kreiskrankenhaus so sehr. Patienten fühlen sich bei uns gut aufgehoben. Wir haben noch eine Pädiatrie in der Gynäkologie. Das wird gerade unser Anbau soll eröffnet werden am Ende des Jahres. Wir haben ganz weite Schwangere, die zu uns kommen, weil sie sich im Kreissaal so gut aufgehoben fühlt. Es sollen gerade neue Kreissäle aufgemacht werden. Und letzte Woche haben wir gerade eine Kollegin in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Sie war 42 Jahre bei uns am Haus. Und davon habe ich noch viele Kollegen und Kollegen und auf jede einzelne bin ich stolz, wie sie täglich mit ihrer Arbeitskraft und ihr Wissen für ein leistungsfähiges Krankenhaus täglich einsetzen. Und diese Kleinhäuser mit ihrer Geschichte und Charme sollen leer stehen, weil ein Herr Lindner nicht erkennen kann, dass das System schon kollabiert ist. Die Warnow-Klinik in Bützow hat schon Insolvenz angemeldet. Wir stehen immer ganz nah an der Kante. Die Inflation, der Rückgang der Fallzahlen, Fachkräftemangel, unsere verdienten Tarifsteigerungen, alles hat unsere wirtschaftliche Lage deutlich verschärft. Am 20.06. beteiligten wir uns ebenfalls an der bundesweiten Aktion der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und das Kreiskrankenhaus leuchtete eine Nacht in der Warnfarbe rot. Leider kam auch nach diesem Hilferuf keine Unterstützung an. Alarm! Alarmstufe? Viele Krankenhäuser und Kliniken in MV sind in einer alarmierenden wirtschaftlichen Lage. Es stehen nicht nur unzählige Arbeitsplätze auf dem Spiel, sondern auch in vielen Regionen die Versorgung kranker Menschen. Weil auch der Rettungsdienst dann beschäftigt ist, Patienten in weitere Kliniken zu fahren. Und warum wird denn eine Krankenschwester nur refinanziert, wenn sie die Patienten im und am Bett pflegt? Warum werden die Pflegekräfte und Ärzte nicht entlastet, dieser Bürokratieaufwand? Und warum sind so wenig Servicekräfte da? Und warum muss zum Beispiel ein OP-Pfleger bei uns nachts noch den OP-Saal reinigen? Ja, natürlich, weil es Kosten spart, das Reinigungspersonal nachts nicht zu beschäftigen. Alarmstufe? Die Klinikleitungen müssen sich damit beschäftigen, wie sie Kosten sparen können. Dann wird den Patienten das Ei genommen oder die Butter gestrichen. Und am Personal wird eingespart. Und das ist wiederum schädlich für die Versorgung der Patienten. Und deshalb fordern wir hier und heute, Klinikschließungen müssen verhindert werden, gute Versorgung muss gesichert sein und Beschäftigte müssen entlastet werden. Um so viel mehr. Für manche geht es tatsächlich um ihr Leben, für Beschäftigte um ihren Arbeitsplatz, wenn Krankenhäuser aus wirtschaftlicher Not schließen müssen. Für die Bürgerinnen und auch die ganzen Urlauber, die bei uns in MV sind, zum Beispiel bei uns in der Mecklenburgischen Seenplatte, die müssen darauf vertrauen können, dass sie schnell und umfassend stationär versorgt werden, egal ob jung, alt, werdende Eltern als chronisch Kranke oder in Notfallsituationen. Und weil ich so gerne Krankenschwester bin und meinen Job wirklich super gerne mache, also ich wünsche mir von Herzen, dass alle Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, ob jetzt in den Kliniken, ob in den Pflegeheimen, dass alle wieder ihren Beruf so ausüben können, wie sie es eigentlich tun sollten, ohne Profit, ohne ob sich das rechnet. Wir möchten für die Bürger, Gäste, Urlauber, Kinder, Schwangere und jeder, der medizinische Hilfe und Unterstützung in Deutschland benötigt, da sein können. Thank you.
Lasst uns dafür zusammenhalten und stark machen, auf dass wir alle gesund durch die Herbst- und Wintermonate kommen. Alarmstufe! So, ja, vielen Dank, Frau Jama. Sie haben das, glaube ich, wunderschön an Ihrem eigenen Beispiel deutlich gemacht, um was es geht. Es geht wirklich um die Versorgung für die Menschen und für die Bevölkerung. Ja, jetzt wäre es soweit. Wer hat Lust, mal kurz hier oben auf die Bühne zu kommen und hier den Blick zu genießen und ein paar Worte aus seiner persönlichen Situation noch zu schildern? Treten Sie näher, sagen Sie uns, wer Sie sind, woher Sie kommen und... Sie kriegen von mir das Mikro. Schön, dass ihr es macht. Vielen Dank, Herr Gass. Herzlich willkommen, liebe Pflegekräfte, liebe Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen. Wir aus der Amneus-Gruppe aus Zürich sind heute zahlreich angetreten, weil es uns einfach wichtig ist, hier für das Ziel, das wir verfolgen, gerade zu stehen. Das heißt, wir wollen die medizinische Versorgung mit höchster Qualität garantieren. Und das geht nur, wenn wir weiterhin erkennen, dass Pfleger und Ärzte das höchste Gut sind, was ein Krankenhaus hat. Und dafür müssen wir einstehen. Lieber Herr Lauterbach, ich bin über 45 Jahre im Gesundheitswesen tätig, von der kleinen Krankenschwester bis hin zur jetzigen Pflegedirektorin. Ich habe viele Reformen mitgemacht, aber das ist mir noch nicht passiert. Dieses Dilemma, in dem wir uns befinden, darf so nicht weitergehen. Und in diesem Namen und in der Namen, im Namen der Amneus-Gruppe für alle Alarmstufe! Ja, herzlichen Dank. Bitte schön. Kommen Sie nach oben. Vertreterin der Alexianer, unschwer zu erkennen. Sagen Sie doch kurz auch gerne Ihren Namen, wenn Sie möchten. Hi, ich bin Sabrina Ernst. Relativ nah im Mund. Wir kommen aus dem Alexianer Krankenhaus in Hedwigshöhe. Ich bin Sabrina Herzig, das ist meine Kollegin Janina Knapp. Ich bin Stationsleitung der Notaufnahme in Hedwigshöhe seit mehr als 3 Jahren. Und wir plädieren Alarmstufe Rot. Wir kämpfen darum, dass wir mehr Auszubildende in der Notaufnahme kriegen, damit wir mehr Pflegekräfte dort haben und bessere Arbeit leisten können, Qualität und Professionalität. Genau, ich bin Janina und wir denken nebenbei auch an die Rettungsdienste. Wir können Patienten nicht annehmen, weil die Rettungsstelle voll ist. Patienten liegen teilweise 10 Stunden bei uns in der Notaufnahme und lassen sich nicht auf Stationen verlegen, weil keine Betten da sind. Das ist nicht im Sinne des Patienten. Wir schicken liebe Grüße an Karl Lauterbach aus der Notaufnahme und sagen Alarmstufe. Ja, super. Vielen Dank, dass ihr euch getraut habt. Und das geht ganz einfach. Wir haben schon den nächsten Redner. Herzlich willkommen. Mein Name ist Manfred Wagner. Ich bin ärztlicher Direktor am Klinikum Fürth. Ich bin kein großer Redner und kein Freund der lauten Worte. Ich war Pandemiebeauftragter 2,5 Jahre lang und ich habe Mitarbeitende gesehen, die bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit und in Gefahr, selber krank zu werden, sich aufgeopfert haben. Und ich habe einen Karl Lauterbach gesehen, der gesagt hat, wir werden euch das nicht vergessen. Und den gleichen Karl Lauterbach höre ich heute im Fernsehen sagen, wir stehen am Vorabend eines Kliniksterbens, wir wissen, diese Kliniken werden sterben, obwohl sie gut sind, obwohl sie relevant sind und es tut mir leid. Er ist der Gesundheitsminister, es ist seine Aufgabe, das zu verhindern. Und ich möchte die Politik darauf aufmerksam machen. Es schaut aus, wir wären nicht zu viele. Wir sind deswegen nur so wenige, weil unsere Mitarbeitenden in den Krankenhäusern gerade den Job tun, den er uns immer schwieriger macht. Und das darf nicht sein. Alarmstufe Rot. Und ein letztes Wort. Ich bin vor kurzem in die Klinik gefahren und höre im Bayerischen Rundfunk einen Radiobericht. Da wird von den maroden Kliniken gesprochen. Wir lassen uns nicht als marode bezeichnen. Die Kliniken sind nicht marode. Das System ist marode und es ist Aufgabe der Politik, das zu verändern. Alarmstufe!
Vielen Dank, Herr Wagner. Und ja, es geht weiter. Super, das freut mich sehr. Bitteschön. Schönen guten Tag. Ich bin Sabrina Rossius und ich habe zwei Jobs. Ich arbeite im Alexianerkrankenhaus Hedwigshöhe. Ich bin in der ganzen Bundesrepublik unterwegs für den Bundesverband Pflegemanagement als Geschäftsführerin. Wir beschäftigen uns seit Jahrzehnten damit, der Pflege nicht nur eine Stimme zu geben, sondern sie so professionell zu etablieren, dass sie tatsächlich richtig, richtig gute Gesundheitsleistung bringen kann. Was für uns heute wichtig ist, wir haben viel gehört. Wir haben was zum Krankenhaussterben gehört, wir haben was zur Profession gehört, wir haben was zu den vielen, vielen Mangeln gehört. Die Zeit, die ich jetzt hier habe, möchte ich nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir ein Team sein müssen. Wir müssen ein Team sein aus Pflege, aus Geschäftsführung, aus Controlling, aus kaufmännischer Leitung und den Ärzten. Nur gemeinsam können wir den Zielen... Wir müssen uns als Team formulieren, ausdrücken und unsere Stimme einsetzen, um mitzuentscheiden. Das, was ich heute hier fordere, ist, schaltet euch zusammen, organisiert euch und dann heißt es Krankenhausstrukturwandel, Krankenhausreform, aber kein kaltes Sterben mehr. Vielen, vielen Dank. Ja, es geht weiter. Es könnte ein langer Nachmittag werden. Wir sind Auszubildende aus den Oberhavelkliniken und so wie es zum jetzigen Stand ist, kann nicht die Pflege gewährleistet werden, die wir gerne später umsetzen möchten. Wir haben keine Zeit für Anleitungen, weil es sind keine Leute da. Wenn Leute da sind, dann rennt man von Klingel zu Klingel, weil es kann einfach nicht funktionieren. Wir sind einfach zu wenig Leute. Also Leute, rettet unsere Zukunft! Ja, danke schön. So, kommen Sie nach oben. Herzlich willkommen. Hallo, mein Name ist Anna Becher. Ich komme aus Bremen. Ich bin Ärztin in Weiterbildung. Und das, was ich jeden Tag erlebe, ist, dass es kein Geld und keine Zeit für irgendeine Form der Weiter- und Ausbildung gibt. Sowohl bei den Ärzten als auch in der Pflege. Und wenn das so weitergeht, dann wird ein relevanter Anteil an Menschen aus diesem Beruf rausgehen und sich einen anderen Job suchen, weil wir keine Lust und wir können dann unseren Job nicht richtig machen. Und in 10, 15 oder 20 Jahren wird das ein Riesenproblem sein, wenn wir heute nicht ausgebildet werden. Dankeschön. Ich glaube, auch das ist ein sehr emotionaler Appell aus tiefstem Herzen gewesen. Herzlich willkommen. Wir haben uns ja vor kurzem schon gesehen. Hallo, vielen Dank. Ja, wir sind Jorin und Laura vom Bündnis Klinikrettung. Im Bündnis Klinikrettung haben sich über 20 Initiativen aus ganz Deutschland zusammengeschlossen. Das sind Beschäftigte und BürgerInnen von vor Ort, die sich dagegen wehren, dass ihre Krankenhäuser schließen vor Ort und damit die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zusammenbricht. Wir stellen uns dagegen, wir brauchen unsere Krankenhäuser. Als Bündnis Klinikrettung sagen wir kein Krankenhaussterben. Und wenn der Gesundheitsminister jetzt sagt, wir stehen am Abend eines Vorabend eines Krankenhaussterbens, das ist ein Schlag ins Gesicht von allen, die dort arbeiten und allen, die diese Gesundheitsversorgung brauchen. Seit Jahren stirbt schon ein Krankenhaus nach dem anderen und es muss Schluss sein damit. 100 Milliarden gibt es für Aufrüstung. Wir brauchen 100 Milliarden für die Krankenhäuser. Wir sagen, dass Krankenhausschließungen gefährden unsere Gesundheit. Deswegen fordern wir Abschaffung der DRGs, der Fallpauschalen. Und die müssen ersetzt werden mit Selbstkostendeckung. Die zweite Forderung, die Kappung der Rendite, damit die Helios, Rhön und so weiter nicht Gewinne mit unserer Gesundheit machen und mit ihren und euren Arbeitsplätzen. Und das dritte ist, Daseinsvorsorge gehört in öffentlicher Hand. Da seid ihr am besten aufgehoben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. So, wir kommen zu den... Machen Sie sich keine Gedanken, es kommen nicht alle nach oben, aber ein paar haben wir noch und da sind wir auch froh, dass Sie da sind. Das sieht auch nach junger Generation aus. Ja. Wir sind Auszubildende in Lübben und wir haben ganz viele und wir sind nicht alleine. Wir sind laut, auch wenn die
besser, als wir es jemals waren. Auch wir Auszubildende brauchen ausgelernte Pflegefachkräfte, die einen normalen Lohn bekommen. Einen Lohn, den sie verdienen. Und wir brauchen keinen Personalmangel, denn so können wir nicht weiterlernen. Alarmstufe! Rot! Alarmstufe! Rot! Ja, prima, vielen Dank. So. Alles klar. Und ich möchte noch mal bitten, hier drüben, kommt bitte zur Mitte rüber. Wir haben das von den Ordnungskräften so aufgegeben bekommen. Seid so lieb, rückt zur Mitte vor. Wir müssen die Straße frei halten. Wir wollen keinen Stress mit den Ordnungskräften haben. Insofern kommt bitte in die Mitte. Ja, so, bitteschön, ihr habt das Wort. Hallo, wir sind Auszubildende aus Halle vom St. Elisabeth Klinikum. Freut uns, heute hier zu sein. Und meine liebe Kollegin Auszubildende möchte gerne auch noch was sagen. Genau, also ich bin Sücke, auch Auszubildende aus dem Elisabeth-Krankenhaus. Wir möchten, dass der Beruf attraktiver für junge Menschen wird. Wir möchten, dass sich ganz viele Menschen darauf bewerben. Bewerbt euch alle jetzt sofort. Alarmstufe! Gut, prima. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Freue mich, dass sich so viele auch bereit erklärt haben, hier nach oben zu kommen. Und wir sind jetzt fast am Ende. Jetzt darf ich noch ein Schlusswort halten und machen Sie sich keine Gedanken. Ich werde nicht alles wiederholen, was Sie gehört haben. Ich glaube, wir hatten sehr eindringliche Appelle hier vor Ort. Wir haben aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen gehört, um was es geht. Es geht um Patientenversorgung, es geht um die Beschäftigten, es geht um Ausbildung, es geht wirklich um die Zukunft unserer Gesundheitsversorgung und der sozialen Sicherung bei uns in Deutschland. Und ich will Ihnen noch etwas mit auf den Weg geben. Lassen Sie sich von denjenigen, die uns kritisch betrachten und sagen, naja, wo soll denn das Geld herkommen, was ihr fordert? Lassen Sie sich von denen nicht ins Boxhorn jagen. Dieses Geld ist da in einem Haushalt von 460 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. Ist dieses Geld da? Und ich sage Ihnen auch, wo es ist. Es ist da, wo die Koalitionsparteien es im Koalitionsvertrag hingeschrieben haben. Dort steht nämlich, dass man endlich eine faire Finanzierung aus dem Steuerhaushalt zu den Krankenkassen für die Finanzierung der Bürgergeldbezieher zahlen will. Das sind 10 Milliarden Euro, die den Krankenkassen fehlen und die deshalb auch bei uns nicht ankommen können, wo sich der Staat auf Kosten der Krankenkassen und am Ende auf Kosten der Krankenhäuser gesund spart. Das ist die Wahrheit und deswegen messen wir die Politik am eigenen Koalitionsvertrag. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Es ist ja gut, diesen Koalitionsvertrag hin und wieder auch mal in die Hand zu nehmen, nachdem er unterschrieben wurde. Und da steht noch mehr drin. Da steht nämlich drin, wörtlich, wir wollen umweltschädliche Subventionen abschaffen. Ja, das ist richtig und das ist gut so. Und das Bundesumweltamt hat errechnet, dass wir in Deutschland Jahr für Jahr 65 Milliarden Euro umweltschädliche Subventionen haben. Und auch dieses Geld fehlt natürlich in den sozialen Sicherungssystemen. Und ich will Ihnen auch ein Beispiel nennen. Wer sich wundert, warum ein Flug von Berlin nach Frankfurt vielfach günstiger ist als der erste Klassefahrschein mit der Bahn, der weiß, das liegt daran, weil wir immer noch eine Steuerfreiheit auf Flugbenzin haben. Und wir haben eine Mehrwertsteuerbefreiung auf internationale Flüge. Wir haben das Dienstwagenprivileg. Wir schmeißen das Geld mit vollen Händen raus zu Lasten der Umwelt, zu Lasten des Klimas und glauben dann gleichzeitig, die Krankenhäuser kaputt sparen zu können. Das dürfen wir nicht zulassen. Krankenhäuser sind kein Kostenfaktor. Krankenhäuser, Pflege, Rehabilitation, wir sorgen dafür, dass Menschen
wieder zurückkommen ins Arbeitsleben, dass Menschen, die wir brauchen in der Arbeit, nicht dauerhaft pflegebedürftig werden, nicht dauerhaft erwerbsunfähig werden, dass sie zurückkehren, dass sie ein Teil wieder unserer Gesellschaft werden können, der sich beteiligt an der Erwirtschaftung des gesamten Volkseinkommens. Dafür stehen wir. Wir sind ein produktiver Teil dieser Gesellschaft und wir sind kein Kostenfaktor und dazu lassen wir uns auch nicht degradieren. Und wenn Sie jetzt heute hier nach Hause gehen, dann hoffe ich, dass Sie mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, mit einem Gefühl, was Ihnen sagt, wir stehen zusammen, wir sind nicht allein. Wir wissen, starke Partner an unserer Seite, die sich dafür einsetzen, die dafür kämpfen, dass Politik nicht mit diesen einfachen Botschaften, die wir hier immer wieder gehört haben, durchkommt, sondern dass wir Politik weiterhin daran messen lassen werden, was sie sagen und wofür sie da sind. Und ein Bundesgesundheitsminister, ein Ministerium, eine gesamte Bundesregierung hat die verdammte Aufgabe, die sozialen Sicherungssysteme, die sozialen Einrichtungen in Deutschland zu erhalten. Wir dürfen dieses Land und diese Probleme, die wir hier haben, am Ende nicht anderen überlassen, die daraus ihren Nutzen ziehen. Denn auch das ist ein gesellschaftliches Risiko, was wir haben. Wir setzen uns dafür ein, dass dieses Land zusammenhält und zu Zusammenhalt gehört eben auch sichere Gesundheitsversorgung. Es gehört dazu, dass die Menschen sich darauf verlassen können, wenn sie morgen krank sind, dass sie medizinische Hilfe und Versorgung finden, dass sie ihre Angehörigen in der Nähe besuchen können, dass sie verlässliche Strukturen haben und dass sie gleichwertige Lebensbedingungen in ganz Deutschland haben. Dass es nicht so ist, dass die Stadt, die vielleicht mit viel Geld, und da sage ich Ihnen ein letztes Beispiel, was ich gestern Abend gehört habe, die Münchenklinik macht dieses Jahr 94 Millionen Verlust. 94 Millionen Verlust. Und die Stadt München ist zum Glück noch in der Lage, das zu tragen. Aber an vielen Orten in Deutschland ist das nicht der Fall. Es darf nicht davon abhängen, ob ich in einem Landkreis oder in einer Stadt wohne, wo hohe Gewerbesteuereinnahmen sind und deshalb gute Gesundheitsversorgung ist. Wir brauchen gleichwertige Lebensbedingungen in ganz Deutschland. Und auch deswegen stehen wir hier. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind aus den Krankenhäusern. Vielen Dank an die Landeskrankenhausgesellschaft, die mitgeholfen haben, den heutigen Tag zu organisieren. Wir sind in ganz Deutschland über 30.000 gewesen heute in diesem Moment in den anderen Städten. Und ich weiß, dass auch an vielen Krankenhäusern Aktionen vor Ort stattgefunden haben. Wir müssen weiterhin uns zu Wort melden. Wir dürfen das nicht zulassen. Gehen Sie mit einem guten Gefühl nach Hause. Gehen Sie mit dem Gefühl nach Hause, dass Sie, dass wir nicht allein sind. Und ich hoffe auch sehr, dass einige Bürgerinnen und Bürger zugehört haben, dass sie mitbekommen haben, um was es geht. Denn am Ende geht es um Ihre Gesundheitsversorgung. Vielen Dank. Alles Gute. Glück auf. Lassen wir uns weiterkämpfen. Ja, eine gute Heimreise, vielleicht noch einen schönen Tag in Berlin. Genießen Sie das schöne Wetter. Sie haben tolle Mitwirkung gezeigt hier. Alles, alles Gute.